So, jetzt bin ich auch schon wieder da und jetzt zeige ich euch das mal in-game. Also, um in den Twilight Forest zu kommen, braucht ihr ein 2x2 Loch, das ihr mit Wasser füllen müsst, so dass es stehendes Wasser ist. Dann mache ich das immer so, ich setze einfach zwei Blumen, also ihr braucht Blumen und Pilze. Ich mache das immer so, das ist egal wie ihr es macht, ich mache es so, also ja. Pilze immer danach setzen, weil sonst droppen sie weg, das müsstet ihr eigentlich kennen. So, es muss einmal komplett rum. Es darf keine Lücke dazwischen sein, wo irgendwas fehlt. Dann braucht ihr einen Diamanten, den ihr in dieses Loch wirft. Da kommt ein Blitz und dann habt ihr hier euer Twilight Forest Portal. Da springe ich jetzt einfach mal rein. Ist wie sozusagen ein Netherportal. Es braucht genauso lange eigentlich. Und ja, es befördert euch in den Twilight Forest. Es könnte etwas laggen, da das, da der Mod sehr, Dingens. Namen vergessen. Sehr, sehr, sehr ressourcenfressend ist. Achso, ja. Hier habe ich mir vorhin schon eine Markierung gemacht, damit ich das Portal wieder finde, weil ich ein bisschen rumgeflogen bin, damit es nicht so sehr, sehr, sehr leckt. Und hier seht ihr zum Beispiel schon die erste Implementierung, ein neuer Mob. Das ist ein Hirsch. Könnt ihr ihn auch hauen, hört sich an wie eine Kuh und droppt auch Leder und Fleisch. Also, ja. Dann seht ihr hier, die zweite, das sind neue, ist eine neue Baumsorte. Und hier schon die dritte, das sind Dingens, wie heißen sie? Glühwürmchen. Es gibt noch andere Viecher, die am Baum hängen, sehen fast genauso aus, aber leuchten nicht. Wenn ich jetzt auf die Schnelle eins finde, kann ich eigentlich Tag machen. Nö. Okay, im Twilight Forest ist es immer so dämmerungsartig, sage ich jetzt mal. Und ja, also. Was kommt dadurch? Es kommen riesige Bäume wie der hier. Deswegen leckt es auch, wenn es sich ein bisschen aufbaut, weil die Bäume sind manchmal bis zu 15.000 Blöcke, glaube ich, groß. Deswegen braucht das ein bisschen, wenn es sich aufbaut. Dann gibt es hier, wie hier, so Moorgebiete. Das ist auch noch eine neue Baumsorte, die eingeführt ist. Hier die großen Bäume und jetzt muss ich nur kurz ein bisschen warten, bis die Map sich ein bisschen aufgebaut hat. Dann kann ich euch auch noch die anderen Sachen ein bisschen zeigen. Und ja, jetzt im Hintergrund das Video fertig gerendert, aber ist mir gerade egal. Ja, hier sehen wir einen relativ sehr großen Baum. Und dann noch einen größeren. Also dann gibt es hier diese Berge. Es gibt nicht viele Berge im Twilight Forest, aber das sind dann diese High Hills. Oder ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißen. Und auf denen gibt es dann die. Okay, auf dem Berg nicht. Dann, wenn es sich jetzt weiter aufbaut, dann kann ich euch auch noch den Rest zeigen, den ich euch zeigen wollte. Nur, ja, egal, dann fliege ich das mal nach da hinten, da weiß ich nämlich, dass da noch ein Berg ist. Also da sehen wir dann so ein Moorgebiet komplett. Und ja, da gibt es dann auch so welche Ruinen wie da, zum Beispiel so ein zusammengestürztes Haus soll es, glaube ich, darstellen. Oder wie da so ein zusammengestürztes Haus. Und hier hinten kommt gleich meiner Meinung nach ein Berg, ja. Hier gibt es dann so welche Berge. Das sind diese High Hills oder wie sie heißen, weiß ich nicht genau. Und dann gibt es auch so welche Schluchten. Und das sind diese Schafe, die ich euch zeigen wollte. Die haben noch so Hörner an der Seite. Ich finde, die sehen sogar re re recht cool aus. Dann gibt es hier noch die Wildschweine. Ja, Wildschweine. Und dann, was ich euch hier zeigen wollte, so, das Gold fast direkt an der Oberfläche ist, wie auf dem einen Bild, dass relativ viele Ressourcen sehr dicht beieinander ist. Hier ist schon wieder Gold, Metall, die Schafe sind hier runtergefallen, ist egal. Dann gibt es diese Berge. Einfach mal plötzlich steht so ein Berg vor einem. Es gibt relativ wenig Berge, habe ich ja eben schon gesagt, und deswegen, ja, ist das auch mal was Tolles, dass man so einen Berg hat. Dann kann man sich auch in den Berg zum Beispiel bauen, wenn man was in diesem Twilight Forest bauen möchte. Wenn nicht, dann eben nicht, dann baut man irgendwo anders. Und ja, jetzt suche ich gerade mein, da ist mein Stäbchen. Fliege mal kurz in die Richtung. Ich mag den Fly Mod aus dem Creative Mode nicht, der ist so langsam. Aber ich bin gerade zu faul noch, Zombies Modpack reinzuhauen. Ist das hier richtig, die Richtung? Ja. Die Richtung ist richtig. Hier müsste gleich ein riesengroßer Baum kommen, eigentlich. Oder nicht? Ah, ne.
Das wollte ich euch hier zeigen. Das sind Bosskampfarenen. Hier ist eine und daneben ist direkt wieder eine. Es sind meistens immer zwei oder drei direkt. In der Mitte steht ein Spawner. Wenn ich da jetzt näher rangehe, spawnt der Boss, den man töten muss. Also er sollte spawnen. Bin auf normal. Oder vielleicht, weil er vorhin schon einmal gespawnt ist, spawnt er nicht mehr. Dann gehe ich hier einfach mal hin und gucke, ob der spawnt. Ich meine, hier könnte... Ja, so, da ist er gespawnt. Das ist so ein riesiger Wurm, keine Ahnung, was das ist. Er macht alle Blöcke, die findet kaputt und auch alle Viecher. Außer diese Außenwände und er TP't sich wieder zurück in die Mitte. Wenn er... wenn man ihm zu nahe kommt, oder er TP't sich einfach in dieser Arena hin und her. Und hier hat man gesehen, dass er die Blöcke kaputt gemacht hat. Und ja, hier ist so ein riesiger Baum und wo ist der Baum denn? Muss hier irgendwo sein. Hier ist ein riesig großer Baum gewesen. Auch scheiß Creative Fly Mode. Ist der Baum? Ja, das ist der Baum. So, welche Bäume gibt es denn hier, die riesig groß sind? Und wenn die, ja, hier habe ich vorhin aus Versehen so ein Viech gespawnt, die heißen Naga. Der hat mir dann hier den Baum weggesäbelt, aber ist egal. Und sind die ganzen Viecher noch hier, die ich vorhin gespawnt habe? Ja, diese hier zum Beispiel, das sind, die meinte ich vorhin noch, als ich die Glühwürmchen vorgestellt habe, das sind, gute Frage, die sind, too many Items drin. Das sind Kikada. Die haben eigentlich einen Ton. Den höre ich bei mir nicht. Ich bin der Meinung, weil ich den Resources Ordner, der in der Punkt Zip vorhin war, eigentlich in den Resources von Punkt Minecraft reinkopieren musste, aber das habe ich nicht getan. Aber ist jetzt auch egal. Also die sitzen auch einfach an dem Baum, die kann man auch kaputt machen, es passiert aber nichts. Man kann es auch nicht aufnehmen oder so. So, dann würde ich sagen, war das noch nicht. Ich fliege jetzt nochmal kurz zurück zu meinem Stängel. Natürlich fliegen, nicht fallen. Der war hier irgendwo. Bau dich auf. Diesen Baum, dann müsste der da rechts irgendwo kommen. Denn ich wollte euch... Ach, da ist er. Denn ich wollte euch nochmal Borgen zeigen, die auch implementiert werden. Und auch einfach mal spawnen. Achso, und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich das Video in zwei Teilen mache. Einmal die Installation und einmal die Vorstellung. Also nicht wundern, dass heute zwei statt ein Video hochkommen. Wo ist die Borg? Da. Also ihr findet, wenn ihr ein bisschen sucht... Nein, die mache ich aus, sonst leckt es. Wenn ihr ein bisschen sucht, findet ihr so welche Borgen. Ich finde, die sehen richtig geil aus. Das eine Problem ist, man... das einzige Problem ist, man hat keinen wirklichen Eingang zu diesen Borgen. Hier habe ich mich vorhin das Glas kaputt gemacht und bin reingegangen. Aber sonst kann ich hier auch mal rumlaufen. Hat man hier nicht wirklich einen Eingang. Und deswegen entweder Glas kaputt machen oder sich hier durch die Steine boxen. Ich gehe jetzt mal durch mein Glas wieder rein, da laufe ich jetzt einfach mal schnell hin. Es kann sein, dass man irgendwo anders reinkommt, ich weiß es nicht. Und dann ist hier zum Beispiel so ein Raum mit voller Spinnenweben. Das ist jetzt ja nicht wirklich besonders, aber wenn ich hier runter gehe, gibt es hier zum Beispiel jetzt so einen kleinen Brunnen. Der ist aber auch nicht tief. Aber wenn ich jetzt hier weitergehe, hier gibt es zum Beispiel ein riesiges Treppenhaus. Das ist erstens, finde ich, saugeil. Das sind zwei Treppen, die dann durcheinander sozusagen gehen. Dann gibt es hier kleine Labyrinthe. Ja, das jetzt nicht, aber hier oben gibt es ein Labyrinth sozusagen. Hier kann sie zum Beispiel verlaufen oder so. Aber ist jetzt nicht wirklich ein Labyrinth. Es gibt diese Leaves-Labyrinthe, die sind größer und besser, sage ich jetzt mal. Dann gibt es Kisten. Da findet ihr zum Beispiel auch Diamanten drin oder Pfeile und tausend andere Sachen. Und wenn ihr mal überlegt, ihr habt am Anfang ein Diamant reingeworfen. Wenn ihr dann eine Stunde oder so hier langläuft und 5-6 Borgen findet und da immer ein Diamant zum Beispiel drin findet, dann habt ihr schon tausende, so eine Menge an Diamanten. Ja, hier ist ein normaler Zombie-Spawner. Dann gehe ich mir mal hoch. Das sieht, weiß ich nicht, wo noch aus. Sieht auch aus, als ob hier irgendwas drin ist. Nee, ist leer. Okay. Gehe ich jetzt hoch. Mir ist es jetzt auch egal, wenn ich jetzt hier irgendwas kaputt mache oder so, weil es ist nur zum Mod-Review. Ich werde den Mod selber... Also ich spiele in letzter Zeit relativ wenig Minecraft, nur die Mod-Tutorials oder mal ein, Together mit Kian. Und ja. Warte mal ganz kurz.
Hier gibt es dann zum Beispiel Lava drin. Nicht mehr Wasser, wie da eben, sondern Lava. Dann, wieso sind hier überall Bücherregale? Das freut mich gerade. Na, toll. Aber egal. Nein, ich will hier runter. Hier will ich auch runter. Dann will ich einfach mal die Treppen hoch. Ja, okay, ich fliege hier hoch. Und dann kann man die Treppen nehmen und hier gibt's irgendwie... Na, da geht's zum Beispiel ab. Das wollte ich noch zeigen. Und dann hat man hier zum Beispiel so einen kleinen Turm an der Seite. Und ja, also die Burgen sind jetzt nicht wirklich riesig groß. Hier ist dann auch noch ein kleiner Raum. Aber egal, dass die Burgen jetzt nicht so groß sind. Mehr kann ich euch eigentlich nicht mehr zeigen, weil ich nicht mehr gefunden habe. Hätte ich mehr gefunden, könnte ich euch mehr zeigen, aber diese Welten sind riesig groß und es würde mir zu lange dauern, wenn ich die ganze Zeit suche. Hier gibt es zum Beispiel noch, hier gibt es noch ein Goldschwert drin und noch ein paar andere Sachen. Ich zeige euch gleich nur noch die Mobs, die alle implementiert werden durch den Mod. Und ich will da rein. Hier will ich auch rein. Na ja, okay, das bringt nicht viel. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Labyrinth, was ich meinte vorhin. Sind jetzt auch nicht weltbewegend groß, die Labyrinthe, aber das ist ja egal. So, dann suche ich hier jetzt nochmal weiter. Hier ist es stockdunkel. Na, hier ist gar nichts. Boxe mich einfach mal oben aus der Burg raus. So sieht sie von außen aus. Oh, weg. Falsche Richtung. In welche Richtung muss ich jetzt? Da ist ein Riesenbaum. Da ist zum Beispiel schon die nächste Burg. Also wenn ihr eine Burg gefunden habt, sind in der Nähe relativ viele noch mehr. Da ist mein Wooden Plank Stängel, sage ich jetzt einfach mal. Da fliege ich jetzt mal hin zurück und dann zeige ich euch die ganzen Mobs. Naga habt ihr ja schon gesehen, das sind diese Würmer. Dann habt ihr schon die Wildschweine gesehen. Dann die... Hornschafe. Ach, die Schafe mit den Hörnern dran. Dann gibt es noch diese... Ja, die Rentiere. Also, nein, nicht Rentiere. Wie heißen sie? Auch nicht Rehe. Fuck, vergessen. Die Hirsche. Die Hirsche meinte ich so. Dann gibt es noch mehr Sachen. Die habt ihr auch im Creative drinne. Das sind die einzigen Sachen, die ihr von dem Mod drinne habt. Und dann gibt's die ganzen Sachen hier. Bis hier. Naga ist eben das große Viech. Dann gibt es Redcap. Eine Swarm Spider. Ein Twilight Wraith. Die finde ich relativ cool. Eine Edge Spider. Also die Sachen zeige ich erstmal. Redcap ist so ein Troll, sage ich jetzt einfach mal. Der macht Sounds von einem Zombie. Den kann ich auch hauen. Passiert aber nicht wirklich viel, weil ich im Creative Mode bin. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich aus dem Creative rausgehe. Hört mich dann an. So. Doch, er greift mich an. Die sterben. Creative Mode an. So, dann, was ist das jetzt? Das sind die Swarm Spiders. Die sind richtig klein und sie vermehren sich sehr schnell. Weil ich habe eben nur eine gespawnt, es sind gleich zwei da gewesen. Und da jetzt zum Beispiel ist jetzt eine und es sind drei da, also. Dann gibt es diese Wraiths, die finde ich richtig cool, weil die so durchsichtig sind. Und die fliegen jetzt um einen rum die ganze Zeit. Und jetzt verschwindet doch mal, ihr Viecher. Okay, sterben. Oder tot. Dann diese Wraiths, die fliegen dann da rum. So wie der hier. Die kann man auch schlagen und alles. Das ist kein Problem. Dann gibt es die anderen Spinnen. Das sind die Twilight Wraiths. Nein, das sind sie nicht. Hä? Achso, die Spawn, also die Edge Spiders sind das. Die findet man in diesen Leaves-Labyrinthen. Da gibt es dann tausende Spawner von diesen Spinnen und die greifen euch dann an und alles und ja, das erschweren dann diese Labyrinthe auch und da findet ihr auch relativ viele Kisten drin, wo auch sehr viele Items drin sind, die auch nützlich sind. Was gibt es noch für Mobs? Ich hatte jetzt den. Gibt's noch einen Skeleton Druid, ein Hostile Wolf, einen wilden den muss ich euch nicht zeigen, Big Horn Sheep. Ne, den Rest kennt ihr eigentlich. Nur noch die beiden Sachen. Das ist einmal ein Wolf, der die ganze Zeit böse ist. Der ihm auch sofort angreift. Stirb. Nein. Mann, egal. Und dann gibt's diese Druiden.
Die habt ihr jetzt schon vorhin auf einem Bild gesehen. Sehen aus wie so ein Skelett, eigentlich, von vorne. Wenn ich den angreife, dann schießt er mich mit so Sachen, also mit so Magie, sage ich jetzt einfach mal. Jetzt guckt, ja, jetzt hat er einen Hund getroffen. Und ja, das vergiftet, glaube ich, auch. Ich kann es einfach mal ausprobieren. Ja, das vergiftet. Und ja, das war es eigentlich schon vor diesem Mod. Durch das Portal kommt er natürlich auch wieder zurück. Okay, das war eben ein fetter Frame-Einbruch. Ich weiß nicht warum. Aber ich gehe jetzt einfach mal zurück. Nochmal ein paar Viecher davon spawnen. Das war's. Dann zurück auf meine kleine Insel. So, Crafting-Rezepte gibt es für diesen Mod jetzt nicht. Aber für die nächsten wird es wieder welche geben. Ich probiere das nochmal aus, den offenen Server drauf zu bekommen. Dann zeige ich euch noch die Installation. Und dann zeige ich euch den mit Kian zusammen. Es kommen noch andere Multiplayer-Mods, die ich euch zeigen werde. Aber ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Bis dann, Leute. Ciao.